Hallo und danke, dass du bei mir dabei bist. Willkommen bei der XP Deus 2 Werkprogrammere. Heute sprechen wir über Programm Nummer 1, das Generalprogramm. Das Generalprogramm ist ein einfaches Einschalt- und Startprogramm. Wenn ich es jetzt mit einem Deus 1-Programm vergleichen würde, könnte es ein wenig wie das Goldmax Power-Programm sein. Das Generalprogramm hat jedoch eine eingebaute Bodensubtraktion in der Software und die eliminiert die falschen Signale, die von nassen, feuchten Böden erzeugt werden. Lasst uns über ein Target schwenken und hören, wie dieses Generalprogramm klingt. Und vielleicht können wir es noch ein wenig optimieren. In dieser Videoserie werde ich diese Münze als Target verwenden. Es ist ein George V. Sixpence, der etwa 23 cm tief vergraben ist. Und ich denke, das gibt hier eine gute Vorstellung davon, wie jedes Werksprogramm auf diese spezielle Münze reagiert. Beginnen wir also mit dem Generalprogramm und hören mal, wie das Target George zu hören ist. Los geht's! Es wird immer noch laut und deutlich detektiert und wie du hören kannst, es kommt mit dem hohen Ton, das ist Ton Nummer 3 im Tonmenü im Generalprogramm. Jetzt können wir ein paar Anpassungen am allgemeinen Programm vornehmen, um diesen Klang etwas süßer zu machen. Jetzt werde ich als erstes in Ton 3 gehen und ihn auf 881 einstellen, das ist einfach meine persönliche Wahl. Das ist, was ich gerne mache, ich zeige es dir gerne, also gehen wir jetzt zum Diskmenü. Im Diskmenü findest du ein Expertenmenü, das dich zu einer ganzen Reihe neuer Funktionen führt. Drücke Experte und du siehst drei Töne, nochmal Experte, der erste Ton ist 202, das ist ein Eisenton. Der zweite Ton ist 518, das ist ein mittlerer Ton, jetzt gehen wir zu dem hohen Ton über, der bei 644 hereinkommt. Wenn ich jetzt die Plus-Taste drücke, gehe ich hoch auf 881, was mein Lieblingston ist. 881 gehen wir jetzt zurück zum Hauptmenü. Auf geht's! Kannst du hören, wie süßer dieser hohe Ton klingt? Es ist vielleicht nicht perfekt für dein Gehör, ich liebe es total. Welche Anpassungen können wir also an diesem Generalprogramm vornehmen, um ihm vielleicht mehr Tiefe zu verleihen? Nun, wir können die Reaktionszeit reduzieren. Die Reaktion in diesem Programm beträgt im Moment 2,5. Ich glaube nicht, dass es Sinn macht, die Empfindlichkeit zu erhöhen, weil wir bereits bei 95 sind, also wird uns die Reaktivität ein bisschen mehr Leistung bringen, aber ich habe einen Top-Tipp zur Reaktivität, den ich später noch anspreche. Reaktivität 2.5. Gehen wir runter auf 1,5. Und das hat mir etwa 3 cm mehr Tiefe bei dieser Münze gegeben. Wenn ich will, kann ich runter bis auf 0 gehen. Und das hat mir weitere 3 cm Tiefe gegeben, aber was passiert, wenn wir in die andere Richtung gehen, was passiert, wenn wir nach oben gehen, ZB auf Reaktion 3. Kannst du hören, wie das Signal dadurch abgeschwächt wurde? Was ich sagen möchte, ist, dass die Reaktionszeit eine sehr große Rolle bei der Suchtiefe spielen kann, aber es ist wichtig zu wissen, wann die Reaktionszeit angepasst werden sollte. Wie du hören kannst, ist es ziemlich ruhig, nicht wahr? Es gibt nicht viele Rückmeldungen. Manche Leute mögen kein Feedback und ich verstehe das, aber ich persönlich mag es, wenn ein bisschen Feedback durch den Ton kommt. Ich mag es, wenn die Maschine mit mir spricht. Ich denke, die erste Anpassung, die ich hier vornehmen werde, wäre meine Empfindlichkeit. Sie ist im Moment ziemlich hoch, sie liegt bei 95, aber ich werde nur sehen, wie weit ich sie erhöhen kann, ohne Fehlsignale zu erhalten. 97, ich bleibe hier bei 97.
Wir bekommen ein bisschen mehr Feedback und die zweite Anpassung, die ich hier wahrscheinlich vornehmen werde, wäre die Reaktivität. Also reduziere ich die Reaktivität ein wenig, es ist 2,5, ich gehe auf Reaktivität 2. Nur um die Maschine ein wenig zu verlangsamen und ihr vielleicht ein bisschen mehr Schlagkraft zu verleihen, bei anderen Bodenbedingungen müsstest du gegebenenfalls andere Anpassungen vornehmen, zum Beispiel wenn der Boden nass ist. Auf geht's! Kannst du hören, dass wir ein wenig Feedback bekommen, jetzt, wo die Maschine angefangen hat, mit mir zu sprechen? Daher denke ich nicht, dass ich im Moment keine weiteren Anpassungen an dieser Maschine vornehmen würde. Es ist ein ziemlich unruhiges Signal hier, kommt so um die 70 rein. Das drücken wir platt, damit wir die Spule ein wenig näher an den Boden bringen können, das kann schon einen Unterschied machen kann. Etwas besser, lass uns graben und sehen, was wir haben. Klingt nicht wie eine Münze. Eine kleine Patronenhülse. Es klang einfach nicht richtig, es war nicht eindeutig, es war nicht stabil genug, es war nicht glatt genug, um eine Münze zu sein, ziemlich sprunghaft, aber hey, ich musste sie graben. Das ist eigentlich ein Lehrbuchsignal. Es ist weich und es ist glatt. Ich denke also, das ist ein gutes positives Ziel, es könnte etwas Rundes sein, hören wir noch einmal. Es gibt kein Stottern, kein Springen, einfach perfekt. Wird mit 79 im Display angezeigt. There it is, look. Das sieht genau so aus, wie ich dachte. Ein schönes, glattes, rundes Target. Und für mich sieht es so aus wie ein schöner Fund. Genial! Diese Seite ist nicht so gut, denke ich. Ich weiß nicht, vielleicht schützt der Schmutz es nur. Ja, auf der Rückseite kann man sicherlich etwas erkennen. Ich habe den Kopf dort brillant. Wie du dort sehen kannst, hatten wir Wochen und Wochen und Wochen keinen Regen, aber das Gras hier ist einfach schön und üppig und direkt hinter dieser Hecke gibt es eine Wasserquelle und einen Fluss. Denn dieses Gras ist auch während der Dürre ziemlich hoch. Es sagt mir, dass der Grundwasserspiegel ziemlich hoch ist, also ist der Boden sehr, sehr feucht. Hier verwende ich also normalerweise das Generalprogramm, um den Halo-Effekt zu bekämpfen, der durch feuchten Boden verursacht wird. Tatsächlich hat Paul früher ein Signal erhalten und es zeigt nur, wie effektiv das Generalprogramm auf dem feuchten Boden ist. Das liegt tief. 23 A jetzt. Das könnte deine magische Zahl sein. Welches Programm verwendest du? Deep HC mit ein wenig Anpassung. Okay, 23 ist das Signal, dass wir vom Halo-Effekt der Feuchtigkeit im Boden erhalten, also tu uns einen Gefallen, schalte auf das Generalprogramm, wir sehen dann, ob es verschwindet. Das General verwendet etwas, das wir Bodensubtraktion nennen. Probieren wir es aus. Gut, schauen wir, da ist absolut nichts. Das, mein Freund, ist der Halo-Effekt. Geh mal zurück zu DPC. Und da ist ein Signal, das du normalerweise immer graben wolltest.